Hallöchen, ihr Lieben, ich muss schnell fliehen. Die Alte sieht mich. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Wir müssen die Schattenkaiserin besiegen. Und ich hoffe sehr, dass es mir klappt. Dass es überhaupt klappt. So, einen Schlag haben wir schon gemacht. Ja, das macht dir nichts. Wow! Jetzt hat sie mich schon wieder. Ey, Kacke. Die Alte ist einfach zu stark. Kein Wunder, ist ja auch der Neunschwanz. Eine berühmte Figur aus der japanischen Mythologie. Wer auch zum Beispiel das Spiel Okami kennt, der weiß, wovon ich spreche. Oder Naruto. Da sieht man den Kerl ja auch. Dort ist er zwar männlich, hier ist es weiblich, aber naja. Alter. Du blöde Kuh. Macht sie jetzt überall Fallen. Na los, komm näher. Hat sie eine Falle platziert? Nicht wirklich, ne? Yes! Wusch! Sie ist glatt angefressen, ne? Glatt ein bisschen sauer. Ich will nochmal hier rauf. Ich werde... Na, no, was war denn das jetzt? Hallo. Ich will da rauf, mein Lieber. Ich will hier nämlich eine Falle platzieren. Was? Lauf. Wo ist sie gerade? Da oben. Ich finde dich schon. Jawohl. Wow! So. Nächste Fähigkeit. Vielleicht ein Schattenkunai. Wow. Wow! Uiuiuiui, lauf. Wow. Die Alte ist jetzt gerade ein bisschen lästig. Upsa. Wow, Falle. Alter. Die Alte. Hinter mir. Links, rechts. Ich will sie doch abmurksen. Diese Kuh, diese dreckige. Ach ja, das heißt am besten dann mit Fallen arbeiten. Ne? Zuerst versuchen sie so dran zu kriegen. Am besten und dann eben mit Fallen arbeiten. Komm, hier hüpf. Gut. Stecken wir uns mal. 29 Meter. 15, sie ist hier oben nochmal, oder? Ja. Zack. Na, runter mit dir. Ja, heuer, schicker, heuer, ja, ja. Jawohl, den ersten hat sie schon mal. Hat sie schon mal kassiert, sollte ich sagen. So, wenn sie wieder oben ist, vielleicht kommt uns wieder hier rauf. Und nochmal. Passt. Für wen hältst du dich? Mir verdankst du dein Leben. Ich bin deine Göttin. So. Jetzt wird es Zeit für die Fallen. Na nü. Fast hätte ich sie. Komm schon. Hä? Falle? Oh, falsche Ding. So. Also, Schienen. Ich muss die nämlich aufstellen. Für den Fall der Fälle, dass mich die Alte erwischen tut. Und nochmal. Klappt das oder eher nicht?
Genug, mir wird langweilig. Versuchen wir das mal. Sie wird ungeduldig. Ich muss es schnell zu Ende bringen. Wo ist sie hin? Oh Gottchen. Aha. Okay, vielleicht jetzt mit einem Kunai dann. Wow. Das heißt, sie steht jetzt immer am selben Fleck. Das ist halt auch nicht gerade supi. Aha. Ich muss von oben angreifen. Vielleicht helfen mir die Lampen dabei. Aha. Alles klar. Na, die Lampe eher weniger. Wow. Ah, das trifft mich so weit? Freilich. Und wie soll ich das bitte machen? Ah, das hat... Echt? Das ist aber nett. Das hat gespeichert, ey Leute. Das ist aber sehr nett. Wow. Hey, ich wollte doch... Du blöde Mistkuh. Okay, das wird nicht einfach. So, wir sind oben. Hüpf. Irgendwie darf ich nicht hüpfen. Oh, jetzt aber. Ja, toll. Und nun? Da oben kann ich auch nicht rauf. Hui. Aha, das trifft mich hier auch, okay. Ich dachte, ich könnte da das Schutz der Suchen tun, aber nichts da mit Schutz. Hüpf. Mein Schattendings reicht nicht einmal so weit. Weiß ich gar nicht, wie ich da von A nach B kommen darf oder soll. Habe ich das Kunai? Ja. Ausgerüstet, wollte ich sagen. Na los, schieß, dein Dreck. Komm, lass mich rauf. Ach, du bist so doof. So, jetzt, Mach rauf, ich will rauf, 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 rauf. Rauf, ich wollte rauf. Jetzt ist die Schattenenergie wieder weg. Vielleicht von der Seite, vielleicht habe ich hier mehr Schatten. Na, ist das scheiße. Lass du mich vielleicht hier rauf? Hüpf sie an! Jetzt. Hui! Sind wir jetzt kaputt? Du hast dich wie üblich übertölpeln lassen, Aragami. Diese Technik, das ist Ryutas. Orochi, ich habe jetzt genug. Stirb! Der Vogel. Alter. Mein Arm. Noch so ein Trick dürften diesen Körper nicht überstehen. Danke, Kibo. Wenigstens einer von uns wird es schaffen.
Ja, Miko. Ich habe nicht das Recht, dir vorzuwerfen, was du getan hast. Die Wut, der Durst und Rache in deinen Augen. Entschuldigung. Die Wut, der Durst nach Rache in deinen Augen. Ich kenne sie aus der Zeit, als wir die Mörder unserer eigenen Familien getötet haben. Aber wir hatten wenigstens einander. Wir waren unsere eigene Familie vor der Rache zusammengehalten. Aber du warst alleine. Du hattest alles verloren. Wenn ich die anderen verloren hätte, wäre ich so geworden wie du. Vielleicht. Vielleicht sind wir uns gar nicht unähnlich. Wir sind Blätter in einem Wirbelsturm, Yamiko. Einem Sturm der Rache. Einem Orkan aus Licht und Dunkelheit, der schon gewütet hat, bevor wir überhaupt geboren wurden. Er hat uns fortgerissen. Jetzt sind wir es, die ihn sich drehen lassen. Es muss aufhören, Yamiko. Ich bin schon einmal für die Rache gestorben. Es wird nicht wieder geschehen. Ich wünschte, es könnte anders sein. Ich auch. Ja. Oh. Danke fürs Spielen, Aragami. Jau. Wir sind durch. Sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Also wirklich, obwohl ich des Öfteren mal geschimpft habe, aber natürlich über mich selbst. Ganz klar, über meine Fails. Ja, da verliert man hier und da schon mal leicht den Verstand. Jo, auf jeden Fall muss ich sagen, echt coole Geschichte, gefällt mir sehr gut. Mit einem, sag ich mal, recht typischen japanischen Finale, ne? Etwas dramatisch. Freilich gibt es auch japanische Filmchen, die noch dramatischer enden. Aber ich muss sagen, schön. Also wirklich, wirklich gut. Also geschichtlich, ja. So. Auf Perfektion werde ich jetzt nicht spielen. Keine Sorge. Das überlasse ich euch, euren fähigen Händen. Boah, ich liebe diese Musik. Boah. Ich muss eigentlich die Klappe halten, ehrlich gesagt. Nein, muss ich echt sagen, wunderschönes Spiel. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Ich hoffe, es gibt irgendwann mal einen zweiten Teil. Würde mich wahnsinnig freuen. Muss jetzt nicht unbedingt über unseren Ryo hier sich drehen und wenden. Es gibt hier genügend Leute,
die auf Rache aus sind. Oder vielleicht nimmt man dann auch eine andere Gottheit, eine andere japanische Gottheit. Wie auch immer, auf jeden Fall wirklich ein schönes, schönes Spiel. Ich mag japanische Spiele. Ich, also auf diese Art, was die Religion, sage ich mal, Religion ist vielleicht falsch, was die Mythik angeht, so vielleicht. Also ich habe ja selbst auch Okami gespielt, mag das Spiel auch irrsinnig gern. Es ist so wunderschön gemacht und der Zeichenstil ist recht ähnlich mit dem Aragami hier. Ja, was kann ich noch sagen? Wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig über einen zweiten Teil freuen. Wow! S-Rang. Errungenschaft freigeschaltet. Man hat immer eine Wahl. Und Kapitel 13 geschafft. Da war auch noch eine Errungenschaft. Cool! Nie entdeckt, keine Feinde getötet, alle Bedrohungen ausgeschaltet. Ja, ne? Und dafür gibt es keine Punkte. Na. Zum Schluss noch ein schöner Rang S, den man, glaube ich, sowieso kriegt, ne? Wenn man das schafft. Supi. Na, ich freue mich. Sehr schön. Also wirklich ein tolles Spiel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Freilich, vielleicht am Anfang diese eine Stelle mit dem Tor. Vielleicht, wenn es jetzt schon gehotfixt ist, vielleicht kann man das noch beheben. Da hat es bei mir nämlich einen kleinen Bug gegeben. Aber ansonsten muss ich sagen, echt cool. Es hat einen schönen Schwierigkeitsgrad. Man kann, je nachdem, wie man es gerne spielen möchte, sich auch bestimmte Sachen vornehmen. Entweder alle Gegner besiegen, keine Gegner besiegen, niemals entdeckt werden, kombinieren, alle Schätze noch sammeln. Also da kann man wirklich, da kann man noch schön viele Spielstündchen damit verbringen. Jo, auf jeden Fall, wie gesagt, mein Fazit. Mir gefällt das Spiel wahnsinnig gut, würde mich auch irrsinnig auf einen zweiten Teil freuen, wirklich wahr. Und werde mich jetzt dann einem neuen Projektelein widmen. Welches es sein wird, verrate ich hier nicht. Das seht ihr dann auf meinem Kanal. Ihr Lieben, vielen, 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 vielen tausend, hunderttausende Mal vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails und Vibes. So sinnlos, wie manche auch waren. Und manche, muss ich auch sagen, mit Pech verbunden. Ja, ja, bitte. Ich hatte auch hier und da mal ein bisschen Pech. Aber keine Frage, schusselig bin ich sowieso, das ist mir eh klar. Und ja, wie gesagt, ich freue mich aufs nächste Projekt, bedanke mich nochmal abermals, dass ihr alle dabei wart, auch für all jene, die es noch schauen werden. Wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal mit meinen Videos, mit meinen Let's Plays und auch euch lieben Dank fürs Durchhalten. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer, dass ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend wünsche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns vielleicht im nächsten Projekt. Bis dahin, tschüssi!